Also die Acousticus-Norinome und die Meningiome sind also gutartige Tumore. Das heißt, wenn die entsprechend behandelt werden, können die Patienten also kann man von einer Heilung sprechen. Es besteht also ein kleines Rezidivrisiko in einem kleinen einstelligen Prozentbereich über 15 oder 20 Jahre. Anders sieht es natürlich bei bösartigen Tumoren aus, wie beispielsweise Metastasen, die sich auch im kleineren Brückenwinkel bilden können. Da hängt dann die Prognose im Prinzip von der Grunderkrankung ab. Ja, aber man kann ja schon sagen, die Tumore können wir gut behandeln. Wir wollen eben auch, dass der Hörnerv und der Gesichtsnerv selbstverständlich geschont werden. Das ist immer das Ziel der Operation. Manchmal kann zunächst dieses Abwarten, Beobachten, Wait and Scan, wie wir sagen, von Vorteil sein. Ansonsten würden wir eher immer zu einer operativen Entfernung raten, also dass der Tumor aus dem Körper des Patienten entfernt wird. Mit allen technischen Möglichkeiten, die wir hier an der Uniklinik haben, dass wir eben auch den Nerv monitoren können. Das heißt, wir können den Funktionszustand während der Operation permanent überwachen.